Ist denn endlich grün? Ach, Mist, da ist ja so ein Drücker. Ja, den hätte ich ja auch mal drücken können. Kennst du das Gefühl? Ja, Ampelschaltungen. Hurra, man hat sie mal wieder nicht gedrückt und wertvolle Lebenszeit an einer roten Ampel verschwendet. Ich erkläre heute, warum du aus dieser Situation ganz viel über User Experience lernen kannst, was Aufforderungscharakter bedeutet und wie wichtig Bedienrückmeldungen sind. Also sei gespannt. Hallo, ich bin Intra. Wenn du genauso für menschenzentrierte Gestaltung und User Experience brennst wie ich, dann abonniere diesen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Kennst du den Moment, du gehst auf eine Fußgängerampel zu und schaust erstmal auf den Pfosten, was musst du überhaupt machen? Ich habe das regelmäßig. Ich bin es gewohnt, häufig erstmal auf die Ampel zu schauen, muss ich die Ampel aktivieren oder nicht. Es gibt nämlich einige Ampeln, bei denen muss man erstmal sagen, hallo, ich bin hier, damit es grün wird. Das ist eine super Sache, um vor allem auch den Autoverkehr flüssig zu halten. Wenn keine Fußgänger da sind, wird die Fußgängerampel eben auch nicht grün und damit wird es auch nicht für die Autos rot. Coole Sache. Bedeutet für den Nutzer aber, dass er bei einer Fußgängerampel eigentlich auch immer eine Interaktion hat. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? An dieser Stelle kann man einiges über User Experience lernen. Ich weiß nicht, ob du den Moment schon mal kanntest. Du betrachtest dieses gelbe Ding, was quasi an der Ampel dranhängt. Du denkst, muss ich da jetzt draufdrücken oder muss ich da jetzt nicht draufdrücken? Ist irgendwie komisch. Dann drückt man dann irgendwie da drauf. Weiß nicht, ob irgendwas passiert. Schwierig. Und dann wartet man und hofft, dass es trotzdem grün wird. Das ist sehr, sehr unangenehm. Und hier ist das Problem, wenn man draufdrückt, also man weiß, dass man draufdrücken muss, weil da irgendwie bitte berühren oder irgendwie was draufsteht, aber man weiß nicht, ob es reagiert hat, dann fehlt hier die Bedienrückmeldung. Das habe ich schon bei vielen Ampeln bemerkt. Ja, da hat man nur den gelben Knopf. Man weiß nicht, muss man da mit Gewalt draufdrücken, muss man den nur leicht anfassen, muss man vielleicht irgendwie da drunter fassen, um irgendwie einen Knopf zu suchen. Ist aber auch irgendwie vielleicht nicht ganz so angenehm, irgendwo rumzukrabbeln. Vielleicht fasst man in irgendwie ein gekautes Kaugummi rein. Bediene ich nicht so gerne. Das wurde schon häufiger oder wurde schon gelöst, dieses Problem mit der Bedienrückmeldung. Inzwischen gibt es viele dieser Ampelschaltungen, die dann ein kleines Display oder so eine Art Lampe oben drin haben, die dann blinkt und dann steht da sowas wie Signal kommt oder bitte warten. All solche Dinge. Hier hat man dann eine ordentliche Bedienrückmeldung. Man weiß, okay, gut, jetzt muss ich warten und dann wird es hoffentlich irgendwann grün. Häufig gibt es dann noch ein akustisches Signal mit dabei, was einem dann noch zeigt, okay, gut, es reagiert gleichmäßig, solange rot ist und häufig wird der Signalton dann schneller, sobald die Ampel dann eben auf grün schaltet. So, das ist das eine Element. Dann gibt es aber noch ein anderes Element. Und zwar, das ist auch ein gelber Knopf und hier ist ein Blindenzeichen drauf. Für mich ist es eigentlich viel von der Symbolik her einleuchtend. Dieses Element muss nicht unbedingt gedrückt werden, weil es ist dafür da, dass blinde Menschen akustische Rückmeldungen bekommen, wann die Ampel denn auf grün schaltet. Ähnlich wie das häufig bei den anderen auch der Fall ist, ist es eben hier nur dafür da, diese akustische Meldung zu bringen und die Ampel wird irgendwann von alleine wieder grün. Ich habe jedoch häufig schon im Straßenverkehr beobachten können, wie Leute auch auf dieses Element draufdrücken. Und ich frage mich immer, warum ist das der Fall? Tja, die Sache ist, diese beiden Elemente sehen sehr ähnlich aus. Beide sind gelb, beide sind auf Höhe, dass man sie greifen kann. Klar, blinde Menschen müssen ja auch hinfassen können, bequem, um das zu aktivieren. Aber trotzdem fassen auch offensichtlich nicht blinde Menschen da dran und hoffen wahrscheinlich, dass es dadurch schneller grün wird. Der Mensch ist von Natur aus ungeduldig und möchte, dass es schneller grün wird. Nichts ist furchtbarer, als an einer roten Ampel zu warten. Aber könnte man ihnen nicht diese Interaktion ersparen? Das Element für die Blinden hat nämlich durch diese Ähnlichkeit mit dem anderen Knopf einen sehr hohen Aufforderungscharakter. Wenn man nicht genau hinschaut, was für ein Symbol ist denn da vorne wirklich draufgedruckt, könnte man meinen, es ist einfach einer der Elemente der alten Generation, die noch nicht diesen Display oben drin haben. Oder man achtet vielleicht einfach gar nicht darauf, drückt mal drauf, schaden kann es ja auch nicht, nach dem Motto. Ich denke aber schon, es schadet, weil man zwingt den Nutzer, eine Interaktion durchzuführen, die er nicht tun muss. Und gerade in der Krippezeit, wie gesagt, ist es nicht so schön, diese Tasten anzufassen. Was lernen wir daraus für gutes Design? Diese beiden Elemente sind zu ähnlich designt.
die Rückmeldung ist nicht ausreichend, dass bei dem einen nur ein Symbol drauf ist, was sich von dem anderen unterscheidet. Zudem gibt es keine Rückmeldung, ob jetzt das aktiviert ist oder nicht. Ja, man muss nämlich bei dem Element für die Blinden, muss man unten drauf auf den Knopf drücken. Das heißt, vorne drauf drücken bringt eigentlich gar nichts. Was wäre jetzt meine Lösung? Man könnte zum Beispiel versuchen, mit einer anderen Farbe zu arbeiten. Da das Blindenzeichen genormt ist, also mit Schwarz auf Gelb, sollte man hier bei dieser Farbigkeit bleiben und vielleicht eher überlegen, das für die sehende Bevölkerung zu verändern. Ja, vielleicht hier eins mit einem Blau oder Rot. Ja, irgendwas, womit man weiß, okay, hier muss ich auch drauf drücken. Also auch eine Signalfarbe, das ist durchaus wichtig. Ja, vielleicht auch so ein grelles Orange. Aber eben doch sehr unterschiedlich zu dem anderen Bedienelement. Damit man hier weiß, okay, auf das eine muss ich drücken, auf das andere muss ich nicht drücken. Gut, es kann natürlich auch sein, dass manche Leute gewollt auf das für die Blinden drücken, wenn sie auf ihr Smartphone schauen, dass die Ampel ihnen einfach akustisch sagt, wann sie laufen können, um die ganze Zeit blind durch den Straßenverkehr zu laufen. Aber ist das wirklich ein Ziel, was man unterstützen will? Ich bin jetzt keine Verkehrswissenschaftlerin. Was ich aber an dieser Stelle für dich mitgeben möchte, ist, dass du auch etwas über digitale Dialoge aus diesem Alltagselement lernen kannst. Und zwar, wenn du nämlich Buttons in deinem Dialog sehr ähnlich gestaltest, kann es gut sein, dass die Nutzer diese beiden verwechseln. Klar, weil sie sehen ähnlich aus, man erwartet eigentlich, dass sie das Gleiche tun. Und umso frustrierender ist es, wenn es keine Bedienrückmeldung gibt oder der Nutzer gar nicht erst da drauf drücken musste, weil es nicht für seine eigene Zielgruppe gedacht ist. Daher versuche immer, gerade bei Buttons, darauf zu achten, diese unterschiedlich zu gestalten, aber konsistent in deiner Anwendung zu behalten. Buttonlogik ist nie etwas Einfaches. Aber je konsistenter, stringenter und funktionaler man damit umgeht, desto besser ist es. Mache dir am besten am Anfang frühzeitig Gedanken, wie soll ein Button in welchem Status aussehen und halte dich an diese Regeln. Nämlich dann weiß der Nutzer, was er drücken muss und was nicht. Zudem hoffe ich, konnte ich dich etwas begeistern, mehr auf Alltagselemente zu achten, wie man mehr über Design im Alltag lernen kann. Schreibe doch gerne in den Kommentar unten, was du so im Alltag erlebt hast, was für eine Farbe vielleicht die Drückelemente an der Ampel haben sollen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn du mehr über menschenzentrierte Gestaltung und User Experience erfahren willst und es noch nicht getan hast, abonniere doch gerne meinen Kanal und drück auf die Glocke, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn neue Videos kommen.